Willkommen zum Video über die galvanische Zelle aus der Reihe Physikalische Chemie für Dummies. Kurz zum Inhalt. Zuerst kommt eine allgemeine Definition, danach ein paar Fakten über galvanische Zellen, dann gucken wir uns den Aufbau einer galvanischen Zelle genauer an und danach die Versuchserklärung. Eine allgemeine Definition lautet, es ist eine elektrochemische Zelle, welche chemische Energie in elektrische Energie umwandelt. Diese Reaktion läuft spontan ab. Allgemein kann man sagen, die erste galvanische Zelle wurde 1835 vom Chemiker John Frederick Daniell erfunden. Sie ist Vorläufer unserer heutigen Batterien und Akkus. Die Reaktion läuft immer spontan ab und es ist eine Redoxreaktion. Hier sehen wir eine galvanische Zelle. Man sieht, dass diese in zwei Halbzellen getrennt ist. Links sehen wir eine Zinksulfatlösung mit einer eingetauchten Zinkelektrode, rechts eine Kupfersulfatlösung mit einer eingetauchten Kupferelektrode. Verbunden in diesem Fall durch eine Salzbrücke, dies kann jedoch auch eine semipermeable Membran sein. Es ist halt nur wichtig, dass keine Mischung der Lösungen möglich ist, aber ein Ionenaustausch. Schauen wir uns nun die Elektroden etwas genauer an. Wie gesagt, links haben wir eine Zinkelektrode und rechts eine Kupferelektrode. Die Zinkelektrode ist deutlich unedler als die Kupferelektrode. Das bedeutet, sie gibt schneller Elektronen ab als die Kupferelektrode. In einer galvanischen Zelle ist die Zinkelektrode die Anode und die Kupferelektrode die Kathode. Kommen wir nun zu den zwei Lösungen. Einmal haben wir eine Zinksulfatlösung und eine Kupfersulfatlösung. Die Ionen schwimmen als Ladungsträger frei in den Lösungen. Wir haben in beiden Lösungen Sulfatanionen und links Zinkkationen und rechts Kupferkationen. Kommen wir nun zur ersten Reaktion, der Oxidation. Die Oxidation findet an der Zinkelektrode statt. Die Gleichung dazu lautet, elementares Zink reagiert zu Zinkionen plus zwei Elektronen. Die Zinkkationen werden in die Lösung abgegeben. Die Elektronen fließen über Leiter zur Kupferelektrode. Kommen wir nun zur zweiten Reaktion, der Reduktion. Diese findet an der Kupferelektrode statt. Die Gleichung dazu lautet, Kupferionen plus Elektronen reagieren zu elementarem Kupfer. Dieses Kupfer lagert sich an der Elektrode an. Der Stromkreislauf ist nun abgeschlossen. Die Elektronen fließen über den Leiter, Zinkkationen sind links in der Mehrzahl und Sulfatanionen sind rechts in der Mehrzahl. Nun muss es zu einem Ionenaustausch kommen, der über die Salzbrücke bzw. der semipermeablen Membran möglich ist. Ich hoffe, ihr konntet über dieses Video ein besseres Verständnis über die galvanische Zelle gewinnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.